Hallo und herzlich willkommen zur Stromgarage. Ich bin hier gerade im Satteldorf am Supercharger und da war ich schon eine ganze Weile nicht mehr, also nicht in Satteldorf, sondern am Supercharger allgemein. Ich bin jetzt hierher gefahren, weil ich zu einer Firma fahre nach Gunzenhausen und da kann man direkt PV-Module abholen. Und ich brauche für mein Stückle, für ein kleines Projekt, drei weitere PV-Module. Und dieses Projekt möchte ich euch jetzt hier in mehreren Teilen vorstellen. Also heute geht es erstmal darum, diese PV-Module zu holen. Ich habe schon drei im Stückle, das heißt, ich komme dann insgesamt ungefähr auf 2 Kilowatt Peak. Und ihr habt ja in den vorherigen Videos vielleicht schon mal gesehen, dass ich so eine DIY-Powerwall, also so eine selbstgebaute Powerwall aus alten Laptop-Akkus gebaut habe. Die hat ungefähr 6 Kilowattstunden Speicherkapazität und ja, das will ich jetzt alles zusammenbringen, weil ich das auch von zu Hause im Prinzip wegtun will. Da haben auch einige in den Kommentaren mir ein bisschen Angst gemacht. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass die ganze Sache abbrennt, ist trotzdem relativ gering. Trotzdem will ich es nicht bei mir zu Hause im Keller haben, also da habt ihr soweit recht. Genau, das will ich alles im Stückle zusammenbauen und jetzt nicht nur einfach so oder um da ein Auto zu laden, das funktioniert nämlich theoretisch auch, sondern ich möchte jetzt für den Sommer, das ist so ein typisches Krisenprojekt, so einen kleinen Whirlpool im Stückle aufbauen, also so klein ist er gar nicht für 6 Personen, der hat ungefähr 1000 Liter Wasser drin und will das Ganze auch heizen mit einer zusätzlichen Wärmepumpe, die ich mir schon rausgesucht habe. Das kommt alles noch in folgenden Videos, aber jetzt gucken wir erstmal, dass wir ordentlich Strom dahin kriegen und dass wir dann diesen Whirlpool vor Ort betreiben können. Wie gesagt, mein Auto lädt mit irgendwie fantastischen 124 Kilowatt. Das ist zwar heutzutage nicht mehr so außergewöhnlich bei den ganzen neuen Elektroautos, trotzdem, ich habe ein 4 Jahre altes S75 und dass der wirklich mit so schnell, also mit so viel Leistung lädt, finde ich nach wie vor immer noch beeindruckend und freue mich darüber. Genau, jetzt wird's kalt, ich gehe wieder zu meinem Sohn ins Auto und ich denke, dann sehen wir uns gleich in Satteldorf wieder oder vielleicht auch in der Firma, wenn ich da filmen darf. Also, ich gehe wieder ins Auto. Also, wie ihr seht, wir haben die Dinger geholt. Hier sind jetzt 3 PV-Module. Die habe ich für 120 Euro brutto das Stück bekommen. Die haben 330 Watt und ja, von wem sie sind, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, aber es ist eine deutsche Firma, ich habe es vergessen. Ja, halt. Warte, also ich habe jetzt hier die Rechnung geholt, das musste ich noch kurz einschieben. Ich habe euch ja versprochen, dass ich sage, welches es sind. Also es sind Vendato Photovoltaikmodule 330 Watt, monokristallin Halbzellen. Der Typ ist VDS S60/FNH330. Wie gesagt, 120 brutto und ich denke, für so ein Modul ist das ein ganz guter Preis. So, jetzt aber weiter im Video. Wie dem auch sei, die haben wir jetzt eingeladen. Das war natürlich eine ziemliche Schnapsidee, da 200 Kilometer hin und 200 Kilometer zurückzufahren für 3 so Module. Da habt ihr schon recht, aber ich wollte sowieso einfach mal raus. Ich wollte mal mit meinem Sohn ein bisschen mit dem Tesla wieder durch die Gegend fahren. Wir sind in letzter Zeit so wenig mit dem Auto gefahren, dass ich es echt vermisst habe. Und es ist ja auch schwierig, sowas, wenn du, klar kann man die online bestellen, die Dinger, das ist kein Ding, aber du zahlst halt für diese PV-Module irgendwie grundsätzlich 120 Euro Speditionskosten oder so. Ja, und wenn man sowieso in der Gegend rumfahren will und sich Bayern ein bisschen anschauen will, dann ist das ja auch ganz nett. Genau, und das haben wir jetzt gemacht. Jetzt bringen wir die heute wahrscheinlich nicht mehr ins Stückli. Ihr seht, es ist dunkel. Es ist zwar erst 17.44 Uhr, aber es ist dunkel. Genau, jetzt müssen wir hier noch wieder ein bisschen laden. Das waren von hier aus, ja, nochmal so knappe 100 Kilometer. Beziehungsweise, nee, ich glaube 80 hin und 80 wieder zurück. Deshalb sind wir jetzt wieder auf 12%, 13%. Und genau, jetzt laden wir noch ein bisschen, damit wir dann wieder nach Hause kommen. Nach Hause sind es jetzt noch, ich muss hier mal kurz auf Weiterfahren drücken. Nach Hause sind es jetzt noch 130 Kilometer. Also da müssen wir jetzt noch ein bisschen was laden. Er zeigt es noch nicht an, aber ich denke so 20 Minuten werden wir hier stehen. Vielleicht nochmal auf Klo gehen und dann ja, geht's nach Hause. Ich bin auch froh, wenn wir wieder nach Hause sind, zu Hause sind. Das war jetzt doch ein ganz schöner Ritt da hoch. Ich meine, das war zu erwarten bei der Strecke, aber naja, wie es auch immer ist. Jetzt sind wir mal wieder ein bisschen Tesla gefahren, ein bisschen Tesla Roadtrip. Es funktioniert alles super. Genau, und jetzt haben wir 3 weitere Module
Und ich zeige euch jetzt noch mal ganz kurz diesen Selbstbau-Akku, den ich ja schon länger mal gefilmt habe. Also der läuft schon eine ganze Weile. Jetzt im Winter habe ich da keine PV dran, weil ich die an die große geklemmt habe. Aber ich zeige euch das einfach mal. Und da gibt es auch so einen Hybrid-Wechselrichter. Das ist so ein MPP Solar PIP 5048 irgendwas. Und der kann im Prinzip alles verwalten. Der kann die Batterie verwalten, die ich da selbst gebaut habe. Die seht ihr da unten. Und halt auch bis zu, ich glaube, jetzt muss ich lügen, keiner, ich glaube 5 Kilowatt Peak PV verwalten. Also ich habe jetzt zwei dann dran. Das ja, schafft er locker, aber viel mehr brauche ich auch nicht. Und das kann man da alles an dieses eine Gerät anschließen. Wie gesagt, das ist eh auch schon da und die Batterie ist eh auch schon da. Und jetzt habe ich halt noch drei Module geholt, dass ich insgesamt sechs habe. Genau, das wäre jetzt auch dann dieses Video, glaube ich. Ich mache da noch einen zweiten Teil, wie ich die PV drauf mache und die ganze Sache im Stückle installiere. Und dann noch einen dritten Teil, wenn der Whirlpool dann steht. Das wird halt erst ja Richtung Frühling, Sommer sein. Das macht ja jetzt überhaupt keinen Sinn, das Ding da hinzustellen. Ja, und dann machen wir eine fette Arschbombe in das Ding rein und dann könnt ihr mal sehen, ob das funktioniert und wie das funktioniert. Genau, also dieses Video ist jetzt fertig. Wir laden jetzt hier noch ein paar Minuten und dann geht's endlich nach Hause. Also, wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, lasst mir ein Abo da und fahrt elektrisch.